mit einem Tor hier. Die Chance riesengroß, alles offen. Dann ein ganz harmloser Roller für Breda. Fast wie ein Rückpass war das. Daher weiterhin 0:0. Noch ein Wechsel bei den Hütteldorfern. Peter Stöger aus dem Spiel und für ihn kommt jetzt Barisic, der zweifache Torschütze von Wien, der hier taktischen Überlegungen geopfert wurde. Zoran Barisic, der in Wien mit der Nummer 10 gespielt hatte, zwei Treffer geschossen hat, einen per Kopf in der ersten Hälfte und dann jenen Elfmeter in der letzten Minute, der die Ausgangsposition der Hütteldorfer doch bedeutend verbessert hat. Kübauer. Gut gemacht. So. Diesmal versucht er selber und dann Herraf. Jetzt im Finish ergeben sich die ersten Kontermöglichkeiten für die Hütteldorfer. Ivanov. So, und die Hütteldorfer warten natürlich nur noch auf den Schlusspfiff. Sie haben gekämpft. Sie haben dieses 0:0 zumindest bis jetzt gehalten. Sie haben sich gewehrt, ohne eine wirklich überzeugende Leistung hier zu bieten. Dazu fehlten die Angriffe, dazu fehlten die flüssigen Kombinationen. Die Mannschaft hat nur reagiert und kaum selbst agiert und sich dadurch selbst ein wenig in Bedrängnis gebracht. So, noch ein Wechsel. Bei Rapid René Haller kommt. Aber zunächst noch einmal Konsul mit einer Glanzparade. Hier noch einmal Grigore mit dem Kopfball und Konsul mit der Parade. Noch einmal ein Wechsel jetzt bei Rapid. René Haller kommt und Stumpf geht aus dem Spiel. Christian Stumpf, er hätte es am Fuß gehabt, hier für eine Entscheidung zu sorgen. Aber die reguläre Spielzeit ist vorbei. Schöter. Noch einmal ein Freistoß für die Rumänen. Wir sind schon in der Überzeit. Wieder vergeben, wieder war es Grigore. Und jetzt können die Hütteldörfer durchatmen. Jetzt ist der Aufstieg in die nächste Runde des Europacups der Pokalsieger so gut wie geschafft. 3:1 haben sie das erste Spiel gewonnen. 3:1 ist auch jetzt das Gesamtscore dieser Begegnung. Und die Rapid-Fans tanzen die Polonaise. 0:0. Das genügt zum Aufstieg in die nächste Runde. Mehr hat Rapid hier nicht machen müssen. Was zu tun war, wurde geleistet. Obwohl wir uns natürlich ein bisschen mehr Offensive erwartet hätten und gerne gesehen hätten, wenn Rapid hier überzeugender und ohne allzu viel zu zittern in die zweite Runde aufgestiegen wäre. Aber jetzt ist es geschafft. Rapid steht in der
zweiten Runde des Europacups. Der Pokalsieger, dieses 0:0 hier in Ploiești, hat gereicht. Rapid hat genauso viel gemacht. Vielleicht hätte die Mannschaft zugesetzt, wenn sie durch einen Gegentreffer in Bedrängnis geraten wäre. Aber dieses 0:0 ist beruhigend. Die Mannschaft ist in der zweiten Runde und Österreich hat eine Mannschaft, zumindest eine Mannschaft jetzt in der zweiten Runde des Europapokals. Wir hoffen, Ihnen gleich jetzt Interviews bieten zu können. Andreas Felber steht schon mit Ernst Dokupil unten bereit. Da ist er. Herzliche Gratulation zum Aufstieg in die zweite Europacup-Runde. Haben Sie geglaubt, dass das so schwer wird und dass wir so lange zittern müssen? Nein, das Spiel ist überhaupt nicht so verlaufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir wollten ein Tor erzielen, sind wahnsinnig unter Druck geraten, sind in der ersten Hälfte schon zweimal ausgeschieden, so viele Chancen hat der Gegner gehabt. Aber sie hat sie vergeben und wir sind halt dann noch drüber gekommen. Hat der Trainer die Mannschaft taktisch falsch eingestellt in der ersten Spielhälfte? Es war ja irrsinnig viel Platz auf der linken Seite, da war immer ein Rapidler zu wenig. Wir waren einfach viel zu viel unter Druck. Wir haben nicht zu unserem Spiel gefunden, haben überhaupt keine Bälle halten können. Aber sie hatten sicher die Antwort parat, wie man es besser taktisch einstellen kann. Bei ihr keine Antwort parat. Was haben Sie in der zweiten Halbzeit gesagt? Was haben Sie in der Pause der Mannschaft gesagt? Was hat er gesagt, wir müssen mehr Ball halten, wir müssen besser das Spiel kontrollieren, wir müssen selbst konstruktiv spielen. Das haben wir dann auch eine kurze Zeit beibehalten können, sind aber dann nochmals unter Druck geraten. Es warten schwere Wochen für die Rapidspieler. Wie bauen wir da die Mannschaft auf als Trainer? Wie regeneriert man sich? Naja, es ist schwer. Jetzt gibt es eigentlich gar nichts mehr. Denn übermorgen ist schon wieder ein Spiel, am Dienstag schon wieder ein Spiel. Man muss sehen, dass sie sich erholen können. Massagen, Bäder, Sauna, bisschen Training, sonst nichts. Danke, Herr Dokupil. Und bei mir ist auch der Peter Stöger. Peter, herzliche Gratulation. Ausgetauscht, was keine Luft mehr gehabt haben, wegen einem Schnupfen oder nur mehr taktisch? Naja, es war eher ein taktischer Tausch, würde ich sagen. Ganz am Ende natürlich, wir haben gekämpft, 90 Minuten, und da ist es eigentlich üblich im Europacup dann taktische Tausch zu machen, und das war, glaube ich, ganz normal. Wir haben eigentlich alle geglaubt, es wird da leichter, wenn sie werden angreifen, die Rumänen, ich habe es Platz zum Kontern. Es war aber nicht so, warum? Ja, es war ganz einfach deswegen nicht so, weil wir nicht zu unserem Spiel gefunden haben. Wir haben nicht die Ruhe gehabt im Spiel, wenn wir den Ball gehabt haben. Und man muss sagen, der Gegner hat, glaube ich, sehr gut gespielt. Also, glaube ich, in Wien unter seinem Wert geschlagen worden. Und ich will nicht sagen, dass wir ein bisschen überrascht waren, aber ich glaube doch, dass wir heute sehr gut gespielt haben und uns ein bisschen das Konzept aufgezwungen haben. Ich habe auch ein bisschen den Eindruck gehabt, dass ihr teilweise wie gelähmt wart auf dem Platz. Stimmt das? Naja, okay, gelähmt waren wir nicht. Das war vielleicht ganz einfach aus dem Grund ein bisschen Nervosität und eine Hektik im Spiel, weil Rapid schon so lange nicht im Europacup dabei war und eigentlich eine sehr gute Ausgangsposition vor dem Spiel gehabt hat und wir alle unbedingt alles in der Welt in die nächste Runde aufsteigen wollten, und das war wahrscheinlich das Schlechte an dem Ganzen. Wir hätten uns ein bisschen lockerer in das Spiel gehen und dann wäre es vielleicht besser gelaufen, aber unterm Strich ist es auch so, ich habe schon etliche so Auswärtspartien im Europacup gehabt und ich bin dann nicht aufgestiegen, also unterm Strich bleibt, dass wir alle sehr froh sind und sehr glücklich, dass wir die nächste Runde erreicht haben. Bleibt Zeit zum Feiern? Bieten, wir spielen Samstag gegen Admira. Für mich bleibt sowieso nur Zeit, meine leichte Grippe auszukurieren, und ich glaube auch nicht, dass irgendwer Lust hat zu feiern, sondern wir freuen uns und wir haben ein bisschen Gelegenheit, jetzt im Flugzeug ein bisschen auf den Sieg anzustoßen, aber vom Feiern kann keine Rede sein. Wunschgegner für die zweite Runde, weil jetzt warten ja nur mehr starke Brocken, nämlich nur mehr Gesetzte. Ja, ist uns gleich. Ich weiß nicht, wer alles möglich ist, aber es wird sicher ein schwerer Gegner. Wir haben sicher wieder ausverkauftes Stadion. Im Moment sind wir restlos glücklich. Danke, Peter Stöger. Das war's aus Ploiești. So, und das war's hier aus Ploiești. Rapid kann also zur Auslosung fahren. Gespannt sein, was am Freitag in Genf passiert, wen die Mannschaft in der nächsten Runde, in der zweiten Runde des Europacups, der Pokalsieger, zieht. Und wir verabschieden uns mit dem Aufstieg von Rapid hier aus Ploiești.